Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Review meinerseits. Und heute sprechen wir über Thunderbird. Und das ist ein Achterbahnname, der kommt ziemlich häufig vor. Und in diesem Fall reden wir über den B&M Wing Coaster, der LSM gelauncht ist. Jo, und für diese Bahn geht es zum Freizeitpark Holiday World. Wenn ihr nicht wisst, was das für ein Park ist, dazu gibt es natürlich auch ein separates Video auf dem Kanal. Auf jeden Fall ein cooler Freizeitpark, der auch einen großen Wasserpark hat mit sehr coolen Rutschen. Und Holiday World liegt in den USA, im Bundesstaat Indiana und dann in der Stadt Santa Claus. Und ja, da ist wirklich das ganze Jahr Weihnachten. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern ich möchte ja mit euch heute über Thunderbird sprechen. Und Thunderbird steht seit 2015 im Park und ist, wie gesagt, von B&M ein sogenannter Wing Coaster. Wing Coaster kennt ihr zum Beispiel von Flug der Dämonen im Heidepark. Ganz großer Unterschied, das ist ein Launch, also ein Katapult-Achterbahn hier in dem Fall. Und zwar mit LSM Launch. Und ja, es gibt natürlich auch noch Furious Baco oder Baco in PortAventura, ist aber zum einen halt nicht von B&M, sondern von Intamin und kein Wing Coaster, sondern ein Wing Rider. Damit wäre das, glaube ich, mit Thunderbird der erste gelaunchte Wing Coaster. Und eine von wenigen B&M-Bahnen, die gelauncht werden, sogar, glaube ich, die zweite. Der erste Launchcoaster von B&M ist ja Hulk in Universal Islands of Adventure in Orlando. Und ja, das ist ja auch nochmal so ein Ding für sich. Außerdem sorgen in Holiday World zwei Züge dafür, dass bis zu 1140 Personen pro Stunde abgefertigt werden können. Und ein Zug besteht aus 5 Reihen. Ist, es gibt viel längere Wing Coaster, aber nicht kürzere. Ist ein relativ kurzer Zug. Aber dadurch ist das ganze Ding auch viel dynamischer, als man das sonst bei Wing Coaster kennt. Und vor allem ist das natürlich eine ziemlich gute Sache, weil das ganze Teil ja gelauncht wird. Aber was kriegt man für 22 Millionen US-Dollar an Achterbahn? Und da wollen wir natürlich jetzt ein bisschen drauf eingehen. Die Warteschlange ist jetzt nicht das große Thema hier. Ist alles ganz nett gestaltet, vor allem sehr schön eigentlich gestaltet im Verhältnis zu anderen amerikanischen Achterbahnen. Und auf 925 Metern hat man hier doch schon das ein oder andere nette Element verbaut. Aus der Station selbst raus geht es einfach nochmal so ein Stück nach vorne in so eine Art Scheune und dann bleibt der Zug nochmal stehen, bevor es zum Launch kommt. Und quasi ist man in so einer Scheune auf einer Farm und dann kommt ein Thunderstorm und es blitzt und gewittert und es gibt Nebel und der Thunderbird setzt sich in Bewegung. Und man wird halt abgeschossen und man beschleunigt von 0 auf 96 km/h ungefähr in 3,5 Sekunden. Das ist natürlich dann auch die Höchstgeschwindigkeit der Bahn und daraufhin geht es auch direkt zum höchsten Punkt der Bahn. Und zwar in den 42,7 Meter hohen Immelmann. Und der Immelmann ist nicht nur dann der höchste Punkt der Bahn, sondern auch direkt die erste Inversion, die durchfahren wird. Und das ist die erste von 4 Inversionen bei dieser Bahn. Aus dem Immelmann raus geht es direkt in einen klassischen Looping. Ein ganz normaler Looping, wie ihr ihn seit 40, 50 Jahren kennt. Oder länger. Das ist natürlich jetzt richtig schlau, wenn man das sagt, ohne Plan zu haben. aber das ist ein Element, was bei Wing Coaster nicht so vertreten ist oder eher selten vorkommt. Und es hat, glaube ich, sonst nur, boah, wie heißt der Wild, nicht Wild Eagle, oder? In Dollywood. Der hat auch einen Looping, einen klassischen. Nach dem Looping geht es dann quasi so in den hinteren Park, also nicht hinteren Parkteil, man ist schon im hinteren Parkteil, die Bahn steht wirklich am letzten Zipfel des Parks, bis dahin läuft es auch ein gutes Stück und danach kommt auch nichts mehr. Aber so ein Waldstück über The Voyage noch hinweg, oder also, ja, The Voyage fährt da unten runter durch. Und dann gibt es eine Rechts-Links-Kurven-Kombination. Man fährt erst eine riesige Rechtskurve und dann eine riesige Linkskurve. Es ist ein bisschen zu vergleichen, wie wenn man quasi den Horseshoe von Silverstar zweimal nimmt und daraus dieses Buchtknoten-Element von Flucht von Novgorod nimmt. Irgendwie so. Das in riesengroß. Um sich das grob vorzustellen, aber ihr seht es natürlich auch ein bisschen in den Aufnahmen. Und von da aus wird es noch waldiger und es geht in die zweite Inversion, nein, in die dritte Inversion und zwar in die Zero-G-Roll. Geiles Element, Zero-G und dann auch noch
über Kopf, richtig cool. Die Zero-G-Roll endet auch dann im ersten Nirmes-Effekt. Und Nirmes-Effekte sind ja auch wieder so eine Sache, die bei Wing Coast dann diese Wing Coaster typisch sind, dass die irgendwie damit verbaut werden müssen. Und Nirmes-Effekte kann man bei jeder Achterbahn verbauen, aber bei Wing Coaster ist es so das Ding. Und man bewertet oft ja auch Wing Coaster einfach so nach den Nirmes-Effekten, auch wenn das Quatsch ist. Aber natürlich sind Nirmes-Effekte immer cool. Und bei Wing Coaster wirken die teilweise natürlich noch viel, viel cooler. Hier fährt man dann halt auch einfach erstmal nur so eine, durch eine klapprige Scheune, die halt sich ein bisschen anpasst an das Stationsthematisierungsmäßige, die halt dann irgendwie so random einfach in diesem Wald steht. Und nach der Durchfahrt durch den Nirmes-Effekt gibt es dann eine Linkskurve und man fährt durch die nächste Scheune Nirmes-Effekt, die in die vierte und letzte Inversion geht, und zwar den Inline-Twist. Und das ist auch das Ende der Fahrt quasi. Von da aus geht es nur in die Schlussbremse. Und ein Inline-Twist ist bei Wing Coaster auch wieder dieses typische letzte Element von einem Wing Coaster, den man da nochmal einbaut. Und dann es ist auch einfach so klischee-mäßig. Und nach der Schlussbremse geht es dann in der Rechtskurve wieder zurück in die Station. Das ist dann die ganze Fahrt, ist gar nicht mal so kurz und sehr dynamisch für den Wing Coaster. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir sind beide Seiten gefahren, wir sind ganz vorne gefahren, wir sind Mitte gefahren, wir sind ganz hinten gefahren. Natürlich ist jetzt die Erinnerung nicht mehr so frisch, wie die Fahrt jetzt war, also im Detail war, aber ich weiß auch, dass es gut war. Sind wir 2018 gefahren und ja, dann kann man ja jetzt auch, wenn wir für immer im Lockdown bleiben, so ein altes Bähnchen mal hier rauskramen, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, also noch kein einzelnes Review hatten. Aber im Gesamten sieht das Ding echt cool aus, also die Station, das Stationsgebäude sieht cool aus, die Q-Line ist ganz nett gestaltet, die Fahrt macht Spaß, es ist ein gelaunchter Wing Coaster, was halt total geil ist und einmalig und ja, echt gutes Ding. Orange is the new track, ne? Aber gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, die Bahn. Und ja, Holiday World fand ich allgemein auch ziemlich cool irgendwie. Auch eure Meinung zu Thunderbird würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Gerne damit in die Kommentare. Und was sind für euch noch so typische Sachen, die zu einem Wing Coaster dazugehören? Ja, hier hat man jetzt schon die Nirmes-Effekte und den Inline-Twist am Ende. Was ist denn noch so das Typische, was euch einfällt? Gerne damit in die Kommentare, dass wir da ein bisschen quatschen. Und ansonsten sehen wir uns jeden Tag um 18 Uhr hier wieder zu einem neuen Video. Und ich bin jetzt raus. Ihr seid die coolsten. Euer Bro fürs Ride-Review-Video-Magazin. Peace.